Jetzt bin ich online. Ja, den nehmen wir es noch mit. Ich weiß, der hat jetzt nicht so super, super, super viele Ressourcen. Aber ich brauche noch dringend einen Stern bei einem Rathaus Elver. Ja, fürs Clanspiel hier. Und damit erstmal herzlich willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher. Bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan Spätzle mit Soße nach wie vor. Und ja, ihr habt es im Thumbnail gesehen. Zu viel gewonnen. Ich gehe da gleich mal drauf ein, worum es da eigentlich geht oder was mich da eigentlich mal wieder reitet. Ich bin ja auch immer gerne, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich bin gerne ein bisschen aggro, aber ich bin auch gerne mal so ein bisschen der Kritikgeber. Also es gibt einige Sachen, die passen mir auch nicht wirklich. Und ich muss jetzt aber erstmal aufpassen, dass mir hier einiges passt. Und zwar auch, nö, jetzt doch nicht den King heilen. Jetzt heilen die den King da, okay. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wir lassen den King mal eben noch so ein bisschen durchlaufen, glaube ich. Und dann gucken wir mal, wo dieser Miner hier hingeht. Der geht schon mal auf den Adler. Super, da lassen wir erstmal alle raus. Ich habe jetzt mal ganz bewusst eben mal nicht meine Karre mitgenommen. Jetzt müssen wir auch mal gucken, wo die hingehen hier. Das Dunkle brauche ich nicht unbedingt. Ich meine, man kann es immer gebrauchen. Aber ich brauche nur noch den einen Stern. Ich will nämlich noch ein Clanspiel hier fertig machen. Und ja, das sieht hier ganz gut aus. Ja, heute war ein schöner Sonntag, muss ich sagen. Ich wollte mal wieder nicht aufnehmen. Habe den ganzen Tag im Garten rumgelummelt. Einige haben das ja auch festgestellt, weil ich ja auch so in dem einen oder anderen Livestream aufgetaucht bin. War übrigens sehr, sehr schön, muss ich sagen. Das von Olli, dann kam Quantus da gleich noch mit dran. Ja, da hast du immer so ein bisschen was zu tun, ne? Ist ja auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich aber gegen zwei Multi-Infernos hier ran. Oh, 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 oh. Okay, aber ich habe die Heiler am Heck. Oh, das ist noch ganz nett. Oben mein Babydrache. Läuft der eigentlich noch? Ja, der fliegt. Läuft der noch? Der Babydrache fliegt noch. Und ich glaube, den Elver, ich will nicht übertreiben. Aber ich glaube, den haben wir. Den räumen wir ganz ab. Auch wenn der Multi-Inferno jetzt meine restlichen Heiler wegmacht, kann sich diese Base nicht wirklich gegen diese vielen Miner wehren. Mit denen greife ich im Moment sehr, sehr gerne an, muss ich sagen, denn die rocken richtig gut. Ich bin wirklich gespannt, was die dann später mal auf 6 noch hergeben. Ich habe damit schon etliche 12er auch schon gerockt, auch mit 3er, 4er, 5er Rathaus, und ist wirklich eine krasse Truppe, muss ich mal so sagen. So, den haben wir erstmal runter. Ja, aber was hat es eigentlich mit dem Thumbnail auf sich? Dort hatte ich ja, ich will die erstmal eben einmal nachbauen, wie immer ein Zauber zu viel. Dort hatte ich ja geschrieben, zu viel Siege. Ja, und wir haben im Moment tatsächlich richtig viele Clankriegssiege. Ihr seht das hier, unser Lok ist super, super grün. Wir haben dazwischen nur ein einziges Mal verloren und hier auch mal einen verloren. Ich meine, das geht immer. Aber jetzt haben wir echt wirklich ein Packe Gegner gekriegt, und wir schauen einfach mal in den, wo ist er, in den laufenden Krieg mal rein. Und manchmal bin ich auch ein bisschen unzufrieden, muss ich sagen, mit Einteilung. Ich meine, ich mag Einteilung, und dann komme ich sicherlich auch unbequem rüber. Aber ich mag es auch nicht, wenn wir Angriffe verballern oder wenn wir dann anfangen, irgendwo plötzlich zu scouten und so. Ich meine, das kann man machen, gar keine Frage, das machen wir auch. Aber ich meine, dann sollen es doch nicht eher 9er machen oder womöglich nur eher 10er. Also in dem laufenden CK hier können wir sicherlich einen kleinen Schritt höher gehen. Denn, ja, haben wir zu viel Siege? Weiß man's. Denn der Gegner, man hat uns schon einen richtig netten Gegner reingeballert. Werde ich euch gleich zeigen. Aber ich wollte hier erstmal mir den Gompi angucken. Denn ist schon Max RH 8 hier. Und ich bin auch mal ganz froh, dass hier ein Achter macht. Und nicht ein Neuner diesen Achter macht hier. Denn das hatten wir hier heute Abend schon zuhauf, und mir geht das immer so ein bisschen gegen den Strich, muss ich sagen. Erstmal sollen die auf sich selber alles betteln, was geht, und dann fangen wir doch an zu tropfen. Aber allerdings haben wir hier heute auch schon mal wieder von Rathaus 9 auf Rathaus 8 getropft. Das geht mir so ein bisschen gegen den Senkel, muss ich sagen. Denn die Angriffe hätte man sich sparen können und kann dann vielleicht höher rutschen. Mit seinen Angriffen, okay, da muss halt mal einen 9er, einen 10er machen. Mein Gott, da macht halt ein Stern, zwei Sterne. Das scoutet den von mir aus. Aber so, finde ich, nimmt man den Achtern vor allen Dingen hier die ganzen Angriffe raus. Und ja, dann
Ach, dann sind die auch gelangweilt oder nach dem Motto, naja, dann scoute ich halt mal wieder für diesen Trostbonus. Na, ich finde es immer ein bisschen doof. Schöner ist natürlich, ich weiß, das ist auch immer nicht ganz, nicht, na, wie soll man sagen, nicht richtig zu regeln, dass wirklich alle schon mal alle 6er, 7er, 8er hier ihre Angriffe rauspowern. Aber das kann man ja ein bisschen trainieren. Und aber ich glaube, na bitte, ah, hier ist, oh, der Barbar in der Bauhütte. Jawohl, Barbaren-Power, super, super gemacht hier, okay. Ja, aber ich finde, dann sollten wenigstens die Achter auf 8 erstmal. Und wenn es dann nicht mehr hinhaut, dann muss er halt ein Neuner mal ein bisschen aushelfen. Nur ein bisschen. Aber hier wird manchmal ein bisschen zu viel ausgeholfen. Das heißt also, die ersten AG ist dann schon von 9 auf 8. Und na, ich finde es einfach verballert. Ich weiß, man kann das auch aus einer anderen Perspektive sehen. Man kann natürlich auch sagen, dass wir erstmal, das machen wir ja auch, wir machen erstmal sichere 3 und haben dann nach wie vor genug Angriffe über. Aber jeder sollte ja auch eine faire Chance auf Sterne kriegen. Und ich weiß auch, dass wir hier sehr, sehr früh teilweise immer angreifen. Und einige, die dann halt ein bisschen später aus der Sonne kommen oder von der Arbeit kommen, keine Ahnung, die haben dann so ein bisschen das Nachsehen und können dann vielleicht keine Sterne mehr machen, die dann zählen. Also Bonusangriffe kann man immer machen. Man kann dann auch immer von mir aus üben auf andere Bases, die so ein bisschen auf Augenhöhe sind oder so. Aber ja, ich mag es halt, wenn es hochgehen kann, denn das ist das Zeichen, dass man relativ gut im Clankrieg steht. Und deswegen mag ich nach wie vor diese Methode 6 macht 6, 7 macht 7, 8 macht 8 erstmal. Und dann gucken wir mal, wer dann überhaupt von den Neunern dann mal vielleicht noch den stärksten Achter machen muss, weil die Base wirklich gut ist oder so. Aber gleich Neuner hier hinzulassen, das finde ich immer ein bisschen doof. Und deswegen kam ich bestimmt heute Abend wieder ein bisschen unbequem rüber hier. Macht mir aber auch nichts. Ist ja freie Meinungsäußerung. Und von daher, wenn mir was nicht passt, dann sage ich es leider auch. Na, das male ich dann auch nicht schön und bejubel hier nicht jeden Neuner, der einen Achter hier umklopft, auch wenn er noch so kleine Helden hat. Das kann ich einfach nicht bejubeln, weil das ist nicht bejubelungswert. Denn die Base, sage ich sage es dann ja immer wieder, die Base hätte auch einen guten Achter geschafft. Da hätte man keinen Neuner für verschwenden müssen. Deswegen bejubel ich hier keinen kleinen Neuner, der sich berüstet, hier Achter gemacht zu haben. Macht er auch nicht, aber manchmal macht man ja auch das, was einem gesagt wird. Da gucken wir mal weiter hier. Okay, das ist jetzt 10 auf 10. Klaus ist ein Zehner und der Gegner ist auch ein Rathaus. Da ist zufällig auch der Zehnte. Ist auch ein Zehner, also 11 auf 10. Und allerdings ohne Infernus hier, also ein kleiner NG, noch NG, muss man ja dazu sagen, denn für das Rathaus höher, da muss er halt die Infernus dann irgendwann bauen. Sieht man jetzt auch immer wieder. Also man sieht jetzt schon zuhauf, so die Bases, so die Elfer, die dann jetzt plötzlich doch ein Inferno auf 1 da irgendwo rumlümmeln haben und dann auch, ja, leidig, dann doch einen Adler bauen müssen, weil irgendwann plant man ja auch mal auf 12 vielleicht zu gehen. Und das kannst du jetzt natürlich nicht, wenn du die ganzen Verteidigungen nicht gebaut hast, planst jetzt, würde es gerne 12 werden und dann steht da, nee, nee, du musst jetzt erstmal einen Adler bauen und zwei Inferno-Türme und womöglich noch einen X-Bogen. Und das dauert, dauert, dauert. Das wisst ihr selber, dass die Bauzeiten auch im Rathaus 11-Bereich nicht gerade vom Pappe sind. Und deswegen sieht man auch häufiger, auch im Farm, sieht man immer häufiger so Leute mit einem Inferno oder einen Adler auf 1. Ja, oder dann, dass sie dann vielleicht auch den X-Bogen dann raus haben. Oder was baute man denn noch nach auf als Elfer? Ich glaube, einen kleinen Magierturm und so ein kleines Klappergestell, wie der Olli mal gerne zu den Level 1 Bogenschützentürmen gesagt hat. Und schönes Ding hier, also 10 auf 10. Auch wenn der keinen Infernus hat, immerhin 10 auf 10. So. Jetzt sagt nicht, den hätte auch ein Neuner geschafft. Ja, ein guter Neuner hätte den auch geschafft, aber ich denke mal, der hier war noch ein bisschen angenehmer. Hi, und dieser hier war mal richtig super knapp. Gott, 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 Gott. Ja, manchmal kann es auch nach hinten losgehen. Also es muss nicht mal klappen. Und wir gucken mal, wie das Platte sich hier geschlagen hat. Das ist übrigens auch unser CK-Einteiler hier, wo ich heute Abend mal nicht so damit einverstanden war, was so gemacht wird. Aber mein Gott, ich bin ja auch nur Clan-Member und ich darf aber meckern. Ich darf aber meckern und meine Meinung sagen. Dann machen wir es halt so.
Manchmal muss man dann auch mit seinem Dickschädel durch. Ich bin ja auch mit meinem Rathaus 9er hier drin, war nicht eingeteilt. Also ich war auf keine Base eingeteilt. Und deswegen scout ich nachher mit meinem 9er einfach. Der braucht zwar ein Lot. Vielleicht mache ich auch ein paar Übungsangriffe, ich weiß es noch nicht. Muss mal gucken. Aber hier geht das jetzt mal mit den Hogs rein. Und heiße Sache hier, die Base ist noch nicht ganz max. Also die Magertürme vertragen noch ein Level. Aber sonst ist das schon eine stark umkämpfte Base hier. Ist natürlich wieder so eine typische, etwas ältere CK-Base. So ein bisschen symmetrisch, wenn man mal einen Strich in die Mitte zieht. Und in solche Bases kann man immer ganz gut mit so einem Killsquad reingehen. Allerdings, hier hinten. Hier hinten ist es jetzt schon ganz, ganz eng. Und gerade für die letzten Lager hier. Ja, weil wenn der Rest dann schon mal weg ist, kann man vielleicht auch einen Kobold mitnehmen. Nur einmal einen Kobold mit und macht die letzten Lager hier noch weg. Denn, ja, hier seht ihr selber, da sind zwar so viele Hogs, aber alle angeschlagen. Alle echt auf der letzten Rille. Und jetzt schaffen die Kanone nicht. Der Magier schafft es natürlich auch nicht. Ist noch mal ein bisschen abgelenkt. Der Lucky geht eigentlich auf die Kanone. Nein, er läuft erstmal den Skelett hinterher und glücklicherweise nicht in eine Luftfalle. Also da haben wir wieder mal ein bisschen Muscle gehabt, muss man mal so sagen. Und Cleanup gestaltet sich eher schwierig, wer am Anfang auf die Zeit geguckt hat. Dieser Angriff war wirklich ultra, ultra knapp. Ich glaube, eine Sekunde war es noch. Und hat aber trotzdem dann am Ende ganz gut gemacht. Da gehen jetzt natürlich noch ein paar Luftbomben hoch. Das heißt also, deine Cleanup-Lakis in der Mitte sterben in jedem Fall irgendwann. Und King muss jetzt zwar durch alle Mauern, aber er hat noch gute Unterstützung. Haben wir eben schon mal gehabt, ne? Barbaren-Power. Jawohl. Wir gehen hier jetzt in nichts mehr hoch. Ein paar fliegen, glaube ich, gleich noch weg. Weiß ich gar nicht. Hier hinten liegt noch eine Falle, oder? Naja, doch, da war noch eine kleine Falle für einen Bowler. Aber der war wirklich super, super eng. Und ich glaube, das waren auch im Moment die höchsten Angriffe hier. Viel, viel höher sind wir noch nicht gegangen. Denn ihr seht es hier, ihr wisst, wer bei mir in den Folgen schon ein bisschen länger dabei ist. Wir sind drei Rathaus 12er auf unserer Seite, allerdings auch alle sehr, sehr stark. Ich glaube, wir haben alle schon 280 Truppen, haben schon die eine oder andere Max-Truppe. Und ich glaube, Mustango hat oben auch schon das Rathaus auf 5. Und der Gegner hat mal eben 5 Stück. Okay, die sind jetzt nicht ganz so stark. Das ist so einer, der sich, glaube ich, gerade so da, der hat 11, glaube ich, übersprungen und fängt gleich mit 12 an. Nee, doch, er hat ein paar Sachen 11 gemacht, aber hat jetzt erst die Sachen hier nachgebaut, weil er es wahrscheinlich musste. Ja, er musste wahrscheinlich jetzt so ein paar Sachen nachbauen. Keine Ahnung, wie viel X-Bogen hat er. 1, 2, 3, obwohl er hat 4 Stück. Aber der ist erst auf 4. Ja, also er musste nachbauen, als er auf Rathaus 12 ging. Und dann siehst du genau solche Bases, die ich eben angesprochen habe. Ah, mal gucken, wie wir uns gegen die Truppe hier schlagen. Denn ich hatte ja am Anfang gesagt, zu oft gewonnen, keine Ahnung. Der Gegner hier schlägt seine Gegner auch sehr, sehr hoch. 97, 199, 98. Das ist, denke ich mal, nicht ganz vom Pappe. Und einige haben dann halt gedacht, naja, dadurch, dass wir hier jetzt so oft gewonnen haben, drückt man uns jetzt erstmal einen richtig fetten Gegner rein hier, damit wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob der Rhythmus wirklich so ist oder ob es nach wie vor nach den Rathäusern geht. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, ob es hier ein Sieg oder eine Niederlage wurde. Clanspiel holen wir uns noch ab. Wie es hier in meinem Dorf weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Da halte ich euch die Tage mal auf dem Laufenden. Rathaus 12 ist etwas anstrengender, aber habt ihr gesehen, wir kommen ganz gut zurecht. Haben alle Elex-Lager vor allen Dingen am Laufen. Nächstes Goldlager läuft, glaube ich, hier unten dann aus. Also ich halte euch auf den Laufenden, auch was die Clanspiele angeht. Bis dahin, euer Toto. Clashtop.